Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Themensession zum Thema Regulierung und Energiewende. Wir freuen uns, dass wir hier so einen illustren Teilnehmerkreis haben. Wir sehen auch viele fachlich involvierte, engagierte Teilnehmer hier in der Runde. Vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass es um Euros geht, sondern es liegt ganz sicher auch daran, dass es hier mit dieser Podiumsrunde eine, ja, wie mich sehr freut, eine sehr illustre und auch mit einer guten Expertise ausgestattete und verschiedenen Perspektiven ausgestattete Podiumsdiskussion geht heute. Genau, deswegen herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Jan Strobel, ich bin Abteilungsleiter beim BDEW und habe auch die Freude, für das Thema Regulierung zuständig zu sein und dementsprechend mit großer Freude zu verfolgen, wie sich unser Regulierungsrahmen weiterentwickeln sollte. Und ich freue mich vor allem, wie gesagt, über diese Expertenrunde heute hier an Bord. Zu meiner Rechten Frau Christina Will, Rechtsanwältin, schon seit vielen, vielen Jahren im Energierecht unterwegs, seit 2019, glaube ich, Partnerin bei Rosin und Büdenbender. Und Sie sind natürlich auch so ein bisschen im Bilde, was unsere schöne Vorgeschichte angeht beim Thema Regulierung, was den Status quo angeht, auch was Beschwerdeverfahren betrifft, und haben dort eben als Rechtsanwältin auch einen wunderbaren Blick auf das Thema Rechtsschutz, Rechtssicherheit, den Sie heute mit reinbringen. Und nicht zu vergessen, Rosin Büdenbender ist heute auch Themenpartner hier. Herzlich willkommen. Neben Frau Will, Herrn Dr. Müller von der Netze BW, muss ich, glaube ich, den wenigsten hier vorstellen. Netze BW als Verteilnetzbetreiber nicht nur fachlich immer sehr versiert unterwegs, auch was die BDEW-Gremien erfreulicherweise angeht, sondern auch mit vielen kreativen Vorschlägen, was das Thema, was wir heute diskutieren, angeht. Herr Dr. Müller ist als Vorsitzender der Geschäftsführung der Netze BW mit vor allem im kaufmännisch-regulatorischen Hintergrund heute hier dabei und auch als Mitglied des Lenkungskreises Energienetze des BDEW. Herzlich willkommen. Danke. So, neben Herrn Dr. Müller noch weniger vorstellungsbedürftig hier auf einem BDEW-Kongress ist sicherlich Herr Kapferer. Ich freue mich, dass Herr Kapferer heute hier dabei ist, weil er eben auch drei Perspektiven mit einbringt in dieses Thema. Einerseits heute als Vorsitzender der Geschäftsführung von 50 Hertz, aber natürlich auch als ehemaliger Hauptgeschäftsführer des BDEW und davor auch als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, was so gleich ein bisschen die Brücke rüberschlägt zu Herrn Bruhn, der hier heute Frau Brotkopf vertritt. Die musste leider in eine Anhörung. Auf der anderen Seite haben wir mit Herrn Bruhn hier als zuständigen Referatsleiter gleich den Experten für das Thema Regulierung, wie geht es eigentlich weiter, mit an Bord. Deswegen herzliches Willkommen, Herr Bruhn, freuen uns, dass Sie dabei sind. Und last, auf keinesfalls least, die BNetzA, vertreten durch Herrn Dr. Chris Mögelin, Leiter des Justiziariats bei der Bundesnetzagentur und dementsprechend auch sehr versiert, so wie Frau Will, was die Beschwerdeverfahren angeht der Vergangenheit. Aber eben gerade jetzt auch die Frage, wie geht es denn eigentlich weiter mit dem Rechtsrahmen und letzten Endes auch den Befugnissen der Bundesnetzagentur. Ihnen allen herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Genau, wir wollen heute nicht so wirklich nach hinten gucken oder auch auf dem Status quo, was Verfahren und wie auch immer läuft, auch an laufenden Festlegungsverfahren, sondern wir wollen eigentlich gemeinsam den Blick nach vorne werfen, weil wir ziemlich viele Herausforderungen sehen, die auf den Regulierungsrahmen zukommen und letzten Endes auch die Frage, welchen Lösungsraum wir da haben oder vielleicht auch welchen Lösungsraum man gemeinsam entwickeln kann. Denn die Ausgangslage, das wissen Sie alle, ist zum einen das EuGH-Urteil aus dem September letzten Jahres zur Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur wie auch der Landesregulierungsbehörden in den Themen Netzzugang und Netzentgelte. Das heißt, es ist eines der Kernthemen für die Netzbetreiber bei der Bewältigung der Energiewende, was letzten Endes ja, die Rahmenbedingungen, die finanziellen Rahmenbedingungen für die Netzbetreiber angeht, das davon betroffen ist. Zum Zweiten natürlich die laufenden Vorbereitungen für die vierte Regulierungsperiode, die ja 2023 bzw. 2024 für Strom und Gas und Strom so rum beginnt, wo ja schon Festlegungen getroffen worden sind, aber wo auch weiter welche laufen, wo es auch schon Beschwerdeverfahren gibt und natürlich auch die anstehende Evaluierung der Anreizregulierung, die ein bisschen nach hinten geschoben worden ist, aber die nichtsdestotrotz sicherlich in diese Gesamtthematik reinspielt, in Kombination mit den neuen Zielen der Bundesregierung für Erneuerbare, für Verkehr, Wärme, was alles nicht ohne Netze geht und last but not least natürlich die neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Inflation, Zinsen und der russische Angriffskrieg.
Ich möchte Sie bitten, vor dieser doch ziemlich kunterbunten Gemengelage einmal einen kurzen Impulsstatement zum Eingang zu geben, wie Sie diese aktuelle Lage sehen und wie da der Weg nach vorne geht. Und Herr Bruhn, ich würde mich freuen, wenn Sie da anfangen könnten, weil Sie haben ja gerade dieses Thema Umsetzung EuGH-Urteil vermutlich sehr warm auf dem Tisch. Ja, vielen Dank und auch für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich möchte mich eigentlich einleitend auch gerne sehr kurz fassen. Also unser Thema ist ja zukunftsfähige Regulierung. Was Regulierung ist, haben wir jetzt alle, glaube ich, in den letzten 17 Jahren so eine gewisse Ahnung bekommen. Darüber, was zukunftsfähig ist, das liegt natürlich auch immer ein bisschen im Auge des Betrachters. Wir haben letztes Jahr gerade eine Strombinnenmarktrichtlinie oder ein Clean Energy Package ja umgesetzt, normativ, das eigentlich auch die Zukunft ja schon mit prägen soll. Wir werden im zweiten Halbjahr noch intensive Verhandlungen zu auch einem neuen Gaspaket ja erleben, das auch die Zukunft prägen soll auf europäischer Ebene. Ja, und Sie haben es ja auch schon anklingen lassen. Wir haben dann irgendwie so eine kleine Hausaufgabe letztes Jahr bekommen und insofern haben wir dort, also zumindest in unseren Aufgaben, ein Zusatzthema erhalten, das uns jetzt auch beschäftigen wird, dieses Jahr beschäftigen muss. Da geht es eben um diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 2. September letzten Jahres, die ergangen ist zum dritten Energiebinnenmarktpaket, also zum Paket aus dem Jahre 2009. Bei dem es darum ging, dass die Europäische Kommission der Meinung war, dass der Gesetzgeber in europarechtlich unzulässiger Weise und vor allen Dingen viel zu tief in die Befugnis der Regulierungsbehörde eingegriffen hätte, die Richtlinien ihr zugestanden hätten. Wir haben uns da bis zum EuGH gewehrt, weil wir das anders sahen, auch vor dem Hintergrund, dass doch einige noch dabei waren. Ich gehöre dazu, die sich an 2009 erinnern und leider an nichts erinnern konnten, was auch nur anklingen ließe, dass das beabsichtigt gewesen sei. Also es fehlte dazu einfach eine politische Debatte. Jetzt werden sie bekommen, aber auf Basis eines EuGH-Urteils, das wir umzusetzen haben. Und das ist eine Hausaufgabe in der Tat, die jetzt die Weichenstellung bringt. Und über die Themen, die sich daraus entwickeln, werden wir ja gleich auch noch gemeinsam diskutieren. Ansonsten, haben das glaube ich alle auch wahrgenommen, haben wir eine sehr intensive Gesetzgebungstätigkeit im Moment, die nicht allein durch den EuGH getrieben ist, sondern zum einen eben durch das klare Ziel, klimaneutral zu werden in der Energieversorgung. Und ja, was sonst so in der Welt passiert ist, haben wir auch alle mitgenommen und die Dinge, die sich daraus noch ergeben haben. Und letztlich, glaube ich, alle noch in Unternehmen und wir eben auch haben gemerkt, seit 2 Jahren machen wir das unter den Rahmenbedingungen der Pandemie mehr oder weniger oder haben es gemacht, hoffen, dass das dann irgendwann mal zu Ende jetzt auch ist. Und das hat die Sachen auch nicht immer nur erleichtert in der Kommunikation. Insofern blicken wir jetzt nach Spannung nach vorne und in der Tat, unser nächstes Thema wird sein, abgesehen von dem sogenannten Sommerpaket, das sich eher außerhalb der Regulierung, glaube ich, bewegen wird, dass wir uns jetzt eben auch Gedanken darüber machen müssen. Parallel zur Verhandlung übrigens des Osterpakets und der ENWG-Novelle im Bundestag, wie wir jetzt die EuGH-Entscheidung umzusetzen haben. Und da würde ich jetzt auch für den Moment einfach erstmal einen Punkt machen. Okay, vielen Dank, Herr Bruhn. Herr Dr. Mögelin, wir haben ja zwischen BDEW und BNetzA immer wieder mal einen Gedankenaustausch zu dem Thema gehabt, schon auch unter der Überschrift Kontinuität des Rechtsrahmens, weil jetzt ja gerade die 4. Regulierungsperiode ansteht. Nichtsdestotrotz machen sich ja sicherlich auch Gedanken mit Blick nach vorne. Wie stellt sich für Sie die Gemengelage dar? Ja, auch erstmal vielen Dank für die Einladung und dass wir hier unseren Standpunkt vertreten können. Wir sind ja eher Objekt dieser Veranstaltung und weniger Subjekt, jedenfalls des Rechtsrahmens. So verstehen wir dann auch unsere Aufgabe natürlich, stehen da auch beratend natürlich zur Verfügung. Aber wir arbeiten mit dem Rechtsrahmen, der uns gegeben wird. Der Rechtsrahmen ist jetzt anzupassen nach der Entscheidung des EuGHs. Wir meinen, es wird große Veränderungen geben, aber wir denken auch, dass die gut handelbar sind. Wir regulieren ja nicht nur den Energiemarkt auf Basis derzeit, auf Basis der Rechtsverordnung, also mit normativer Grundlegung, sondern wir arbeiten ja auch in anderen Rechtsbereichen regulierend, also Bahn, Telekommunikation. Und wenn man sich gerade den Telekommunikationsmarkt mal anschaut und die rechtlichen Grundlagen, die es dort gibt, dann arbeiten die vollständig ohne eine normative Unterlegung
sondern da gibt es natürlich das Telekommunikationsgesetz, aber weitere Vertiefungen gab es mal. Da gab es mal eine Telekommunikationsentgeltverordnung, die wurde aber dann auch später außer Kraft gesetzt. Und auch da funktioniert Regulierung. Also wenn man sich diese Beispiele einfach nimmt, wo wir auch in sehr dynamischen Märkten regulieren, dann kann man auch ohne eine weitere normative Vertiefung tatsächlich regulieren, auch mit dem Anspruch, natürlich Investitionssicherheit und Rechtssicherheit zu schaffen. Das ist ja immer das, ich glaube, das große Thema, die Befürchtung, dass dann ein gewisses Rechtschaos eintritt. Ich glaube, dass, da haben wir alle ein gemeinsames Interesse, das tatsächlich zu verhindern. Insofern bin ich auch ganz dankbar natürlich für den Austausch mit der Branche, weil wir sehen, dass wir ja mitten in der ersten Übergangsphase sind, in der EuGH schon entschieden hat, wie eigentlich ein Europarechts, oder was heißt eigentlich, wir haben einen europarechtswidrigen Zustand, der führt aber nicht zu Rechtschaos, sondern der führt in der ersten Übergangsphase dazu, dass wir Zeit haben, der Gesetzgeber Zeit hat, hier Anpassungen vorzunehmen und wir weiter auf Basis der gegebenen Rechtsverordnungen aktiv regulieren. Das ist der erste Block, in dem wir uns jetzt befinden. Da darf die Zeit nicht so lang sein, weil weder die Kommission noch der Markt da natürlich besonders geduldig ist und das auch mal kippen kann. Ich glaube, dessen sollte man sich bewusst sein. Ich glaube, alle Verantwortlichen sind sich auch bewusst. Und das Weitere ist eigentlich, dass wir auch damit rechnen müssen, in eine zweite Übergangsphase zu gehen. Also nach den Überlegungen, die wir uns gemacht haben, wird man nicht alles von heute, von jetzt auf gleich abändern können auf der Basis von Entscheidungen der Netzagentur. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir ja mitten in der Vorbereitung für die vierte Anreizregulierungsperiode sind, da ja auch die ersten Entscheidungen schon getroffen sind, da die ersten vorbereitenden Entscheidungen, Daten erhoben werden, Effizienzvergleiche durchgeführt werden und wir jetzt kurz im Gasbereich, kurz vor der Bescheidung der Erlösobergrenzen stehen. Die müssen ja dann zum 2023 müssen die stehen, wenn wir den Zeitplan halten wollen. Vielleicht gibt es im einen oder anderen Fall natürlich Verzögerungen, aber das heißt natürlich ein Rechtsrahmen, der jetzt in Gestaltung ist, der kann dann nicht von jetzt auf gleich Anwendung finden. Ich glaube, da sehen wir auch eine gewisse Einigkeit mit dem Markt, dass wir dann einen geregelten Übergang brauchen. Und vielleicht brauchen wir dann auch längere Fristen, als sich vielleicht in dem einen oder anderen Vertragsverletzungsverfahren darstellt. Vielleicht noch mal zum Abschluss kurz, was haben wir gemacht, haben wir getan? Wir haben natürlich die erste Übergangsphase aktiv gestaltet, sodass wir dann zum 2. September auch tatsächlich handlungsfähig waren. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal und auch da nochmal vielen Dank an die Branche, dass da, ich sag mal, gemeinsam mitgewirkt wird, um diese stabilen Rahmenbedingungen für die ersten ein, zwei Jahre zu gewährleisten. Und das andere, wir bereiten uns sehr intensiv darauf vor, jetzt im Rahmen von administrativen Festlegungen diese gesamte Regulierungstätigkeit zu übernehmen. Also wir warten nicht auf den Rechtsrahmen, weil wir wissen, in welcher Form auch immer wir agieren. Wir werden agieren müssen und müssen das intensiv vorbereiten, sodass wir dann rechtzeitig auch in die Konsultation mit der Branche eintreten können. Vielen Dank, Herr Dr. Mögelin. Ja. Ich würde den Ball, Sie haben es schon gesagt, Sie warten nicht auf den Rechtsrahmen und Geduld der Branche oder des Marktes. Ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu Ihnen, Herr Dr. Müller, weil als Verteilnetzbetreiber, man sagt ja immer, die Energiewende findet in Verteilnetzen statt. Das sagen zumindest die Verteilnetzbetreiber, Herr Kapferer. Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt intervenieren. da passiert jetzt eine ganze Menge, auch mit den neuen Zielen, die sich ja auch schon teilweise materialisieren, also sprich PV, Wärmepumpe und Co. Wie sehen Sie dieses Thema auf der einen Seite Kontinuität jetzt mit der Vorbereitung für die Regulierungsperiode, aber trotzdem auch Ihren Bedarfen als VMB etwas längerfristig für die Zukunft zu planen? Wie passt das? Naja, also Sie stellen ja die offensichtliche Frage. Bei dem, was in der deutschen Energiewirtschaft unterwegs ist, was passiert ist und was noch passieren soll, stellt sich natürlich schon die Frage, ob dieser Regulierungsrahmen, der von seiner ganzen Grundkonzeption, glaube ich schon, dass es fair ist zu sagen, dass er von seiner ganzen Grundkonzeption auf ein eher statisches Umfeld ausgerichtet ist, ob dieser Regulierungsrahmen da passend ist. Und weil das immer sehr abstrakt ist, mal an konkreten Zahlen. Im Jahr 2018 haben die deutschen Verteilnetzbetreiber, die Energiewende findet im Verteilnetz statt, wenn man betrachtet, dass für Baden-Württemberg kann man sagen, 100%, in Deutschland sind es über 95%,
aller EEG-Anlagen ans Verteilnetz angeschlossen werden. Also 2018 hatten wir im deutschen Verteilnetz ungefähr 100 Gigawatt EEG-Anlagen angeschlossen, rund 2 Millionen Anlagen, und das ist ein Massengeschäft. Ja, die Kunden rufen an, die haben Fragen, Zähler funktionieren nicht, sind falsch eingebaut, laufen rückwärts, das ist dann der Verteilnetzbetreiber schuld, manchmal sind wir auch schuld. Die müssen angelegt werden, abgerechnet werden, es gibt über 5000 EEG-Abrechnungsfälle, Biomasse abrechnen ist der Horror. 1000 Themen, die Sie administrieren müssen, die Sie in IT gießen müssen, die gemacht werden muss. Das alles haben deutsche Verteilnetzbetreiber 2018 für 100 Gigawatt EEG-Anlagen gemacht. Auf der Erlösseite, das war auf der Kostenseite, auf der Kostenseite hat sich das auch alles niedergeschlagen. Die IT, die Administration, die Kolleginnen und Kollegen, alles auf der Kostenseite 2018 spürbar gewesen. Auf der Erlösseite über das nachlaufende Basisjahr war natürlich nur das letzte Fotojahr, das letzte Basisjahr 2011 berücksichtigt. Und 2011 hatten wir 50.000 Megawatt EEG-Anlagen, also die Hälfte. Das heißt, wir waren in einer Situation, wo wir kostenseitig doppelt so viel abzuwickeln hatten im Aufwand als auf der Einnahmenseite. Und das Problem nach vorne, mit dem, was sich die Ampelkoalition vorgenommen hat, wird ja noch deutlicher werden. Und man kann dann diskutieren an der Stelle, wie kann man den Regulierungsrahmen gestalten, dass das besser abgebildet wird. Und das ist eine schwierige Frage, weil viele auch der Branchenvorschläge gehen dann sehr schnell in eine Abschaffung der Anreizregulierung, in eine Negierung von Anreizen. Das finde ich nicht gut. Aber viel wichtiger und dabei viel weniger diskutiert wird aus meiner Sicht, dass es das Grundthema ist, mit welcher Haltung reguliere ich. Mit welcher Haltung gehe ich Regulierung an? Und da nochmal das Beispiel von eben. In den Kostenprüfungen legt die Bundesnetzagentur sehr häufig, nicht immer, nicht überall, aber doch sehr häufig, den Maßstab an, dass das Basisjahr, die Kosten des Basisjahres nicht höher sein sollten als der Durchschnitt der letzten 5 Jahre der Regulierungsperiode. Und wenn Sie diese Kappung noch anziehen, dann ist auf der Einnahmenseite nicht die Abwicklung von 50.000 Megawatt, sondern von nur 40.000 Megawatt, weil natürlich über die 5 Jahre der Aufbau hochgelaufen ist. Dann hat an der Stelle die EEG-Erzeugung des Jahres 2007 noch Einfluss auf die Kostenerstattung für die Abwicklung in 2018. Und an der Stelle kommt für mich klar, die Frage ist nicht nur, welcher Regulierungsrahmen, sondern auch, wie wende ich ihn an, mit welcher Haltung wende ich ihn an. Ich habe die ganze Zeit über Aufwendungen geredet, das ist alles auf der Aufwandseite, weil auf der investiven Seite war der Kapitalkostenabgleich eine ganz wichtige Änderung. Ich glaube, wir wären in den letzten Jahren schon in ganz anderen Problemen, wenn wir mit dem, was wir auch an Netzausbau nachziehen mussten, wenn wir den Kapitalkostenabgleich nicht hätten. Aber genauso da natürlich der Punkt. Der Kapitalkostenabgleich hat viel für die Investitionsfähigkeit der Verteilnetzbetreiber getan. Und es tut ja mir leid, Herr Möglin, ich kann Ihnen das nicht ganz ersparen jetzt, der EK-Zins. Ja, mit dem EK-Zins reiße ich natürlich das wieder ein, was ich auf der anderen Seite an Investitionsfähigkeit aufgebaut habe. Wenn wir heute im europäischen Vergleich in Deutschland die niedrigsten EK-Zins für Netzinfrastrukturinvestitionen haben, gleichzeitig aber uns mit das meiste vornehmen, dann ist das einfach ein Problem für die nächsten Jahre. Insbesondere, wenn wir sehen, dass mit der Mechanik, die wir da anwenden, wir in Probleme laufen mit der Zinswende und richtig in Probleme laufen in der 5. Regulierungsperiode. Und das sind Fragen für mich auch in Bezug auf die X-Gen-Festlegung, wo die Haltung, die Herangehensweise viel wichtiger vielleicht ist als der Regulierungsrahmen. Und das Zielbild der deutschen Regulierung ist nach meiner Auffassung ein Sportler, das ist auch nicht verkehrt, das sollten sich Netzbetreiber schon vorhalten lassen, dass sie sportlich unterwegs sind, aber so, wir werden getrieben in die Sportart gehen. Ja, und so Geherinnen, ja, sehr schlanke, sehr drahtige Personen, lange Distanz, effektiv. Tatsächlich liegen wir aber mehr, vielleicht sowas liegt vor uns, was wie Zehnkampf oder vielleicht sogar eigentlich mehr wie Gewichtheben. Und die Haltung, die Herangehensweise, mit der wir trainiert werden und mit der wir trainieren, passt nach meiner Auffassung nicht zu dem, was an Aufgaben vor uns liegt. Und wir sollten insofern nicht nur über den Regulierungsrahmen sprechen, sondern auch über die Haltung, mit der wir regulieren. Vielen Dank, Herr Dr. Müller. Da
kam nochmal wieder die These vom Verteilnetz der Energiewende. Ich vermute mal, Herr Kapferer stimmt dem zu, aber macht natürlich gleichzeitig nochmal das Bild auf. Übertragungsnetzbetreiber, ich bin immer beeindruckt von den Investitionszahlen, die Sie da vor der Brust haben. Ich habe es ein bisschen in der Geschichte von Herrn Dr. Müller wiedererkannt, wie es bei Ihnen auch aussieht, also gerade diese steigenden Aufwände. Wie sieht denn das Bild aus Ihrer Perspektive aus, auch gerade jetzt mit Blick auf den Regulierungsrahmen? Ja, ich greife den Punkt von Herrn Müller mal auf, auch deshalb, weil ich glaube, die Branche ist gut beraten, wenn sie zusammensteht und gerade bei dem Thema nicht mit Nicklichkeiten um sich wirft und wir geschlossen agieren. Und natürlich stimmt das. Das Urteil des EuGHs ist ein Schönwetterurteil. Einmal deshalb, weil es so aussieht, als ob wir uns in einer stabilen Hochdrucksituation befinden würden. Hat der Kollege Müller gerade richtig alles beschrieben. Wir sind nicht in einer eingeschwungenen Phase, wo die Investitionen, die wir tätigen, jedes Jahr etwa dementsprechend, was vielleicht im selben Jahr abgeschrieben wird für frühere Investitionen, sondern 50 Hertz, kann ich das ja sagen, hat in den 2,5 Jahren, in denen ich jetzt beim Unternehmen tätig bin, auf eine 10-Jahres-Achse sein Investitionsvolumen verdoppelt, was vor uns liegt für 10 Jahre, von 8 Milliarden auf über 17 Milliarden. Und das zieht natürlich Folgerungen nach sich in allen Bereichen des Unternehmens. Das Urteil ist zweitens ein Schönwetterurteil, weil es von einer Interessenidentität ausgeht zwischen Bundesregierung und Bundesnetzagentur. Und nun registriere ich ja durchaus, wenn ich Robert Habeck oder Patrick Greichen zuhöre, wenn ich Klaus Müller zuhöre, dass es eine wirklich gute Übereinstimmung gibt in der Zielsetzung der beiden Institutionen. Aber sind wir mal ehrlich, darunter gibt es natürlich eine Ebene, wo das sehr schnell in Frage gestellt wird. Wenn also morgen die Bundesregierung sagt, Mensch, wir brauchen nochmal bestimmte zusätzliche Projekte, um die Klimaneutralität zu schaffen, dann ist das sicherlich auch im Sinne der Bundesnetzagentur. Aber die hat natürlich noch mehr Verantwortlichkeiten. Die Bundesnetzagentur wird immer mindestens im Kopf die Frage auch haben, was heißt das denn am Ende für den Kunden, was heißt das für die Verbraucherseite. Also es kann durchaus sein, dass eine politische Intention einer Regierung ist, zu sagen, wir müssen mehr tun. Und die Haltung der Bundesnetzagentur ist, zu sagen, ja, richtig, aber das bitte zu den minimalstmöglichen Tarifen. Und ob das zu einem disruptiven Prozess wie unserer Energiewende so eindeutig passt, da habe ich Zweifel und deswegen glaube ich, ist das Urteil eine Gefahr. Weil es dem Gesetzgeber am Ende natürlich nur noch einen sehr beschränkten Raum lässt, auf die Bundesnetzagentur einzuwirken und zu sagen, ja, aber das sind die politischen Zielsetzungen vom Parlament getragen, vom Wähler in Wahlen bestätigt. Die wollen wir jetzt mit den regulierten Unternehmen umsetzen. Und im Worst-Case-Szenario, und bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht meine Einschätzung für die jetzigen handelnden Akteure, aber im Worst-Case-Szenario eine Bundesnetzagentur sagen könnte, schöne Idee, aber kann auch noch mal 5 Jahre länger dauern. Das erleben wir ja durchaus bei Gerichtsurteilen, wenn es um Netzausbauprojekte, um erneuerbaren Projekte geht, dass Gerichte sagen, ist ja toll, dass ihr klimaneutral werden wollt bis 2045, aber das beeinflusst mein Entscheidungsverhalten jetzt erstmal nicht. Ich lasse mir ein paar Jahre Zeit. Deswegen glaube ich, ist schon wichtig, dass wir die Frage hier auch diskutieren. Was ist jetzt aus Sicht der Politik zu tun, um den Rahmen vorzugeben? Ich glaube schon, dass das Urteil ein paar Möglichkeiten belässt. Einmal natürlich die Frage, welche Transparenzregelungen gibt es, welche Berichtspflichten gibt es. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Auch die Frage, welche sachgerechten Dinge sind einzubeziehen in Entscheidungsprozesse seitens der Bundesnetzagentur. Ich glaube, da kann der Gesetzgeber nach wie vor Regelungen treffen. Dann hat der EuGH ja sehr klar gesagt, es gibt auch eine Rechenschaftspflicht der Bundesnetzagentur, mindestens im Nachhinein gegenüber dem Gesetzgeber, gegenüber dem Parlament, gegenüber der Regierung. Ich glaube, das muss man einfordern. Ich glaube, es gehört auf den Prüfstand die Frage, wenn die Bundesnetzagentur jetzt so unabhängig ist, wie der EuGH sagt, oder so unabhängig sein muss, braucht es dann auch unabhängige Beschlusskammern? Oder muss nicht die Bundesnetzagentur sehr viel klarer hierarchischer organisiert werden? Weil die Vorstellung, es gibt eine unabhängige Bundesnetzagentur mit einem unabhängigen Präsidenten und darunter gibt es unabhängige Beschlusskammern, die wiederum von ihrem Präsidenten unabhängig sind, weiß ich nicht, ob das Bild noch passt. Und letzter wichtiger Punkt. Ich glaube, wir brauchen dann auch eine andere rechtliche Überprüfbarkeit. Denn was wir gemeinsam erlebt haben, ist ja, dass der Bundesgerichtshof zuletzt der Bundesnetzagentur in seiner Überprüfung der Entscheidung immer extrem weiten Ermessensspielraum eingeräumt hat. Wenn jetzt aber der Ermessensspielraum
schon seitens des EuGHs für die Bundesnetzagentur sehr groß ist, dann glaube ich, muss zumindest klar sein, dass wenn Gerichtsverfahren stattfinden und die rechtliche Überprüfbarkeit ist ja eindeutig vom EuGH nochmal bestätigt worden, dass dann auch Gerichte sich wieder die Mühe machen, hinzuschauen, ob das eine sachgerechte Entscheidung ist, ob die richtigen Dinge einbezogen worden sind. Ich glaube, das mindestens muss dann eindeutig auch nochmal gestärkt werden. Vielen Dank, Herr Kapferer. Oh, da kriegen Sie ja noch einen Applaus früher hier. Ich habe gesehen, dass Herr Bruhn bei Ihrem vorletzten Punkt und Herr Mögelin beim letzten Punkt schon so ein bisschen gezuckt hat. Aber nichtsdestotrotz, also gerade das Thema Rechtssicherheit, Rechtsschutz ist ja auch eine perfekte Brücke zu Frau Will, dass Sie hier nochmal aus einer Rechtsanwaltssicht, die ganzen Beschwerdeverfahren haben Sie ja auch mitbekommen bzw. auch mitgestaltet, wie Sie dieses Thema wahrnehmen und was sich dort weiterentwickeln sollte. Vielen Dank auch Herr Kapferer, das war wirklich der perfekte Übergang. Aus der anwaltlichen Sicht über die letzten gut 15 Jahre, wir sehen das schon als sehr problematisch an, gerade die Entwicklung in den letzten 3 bis 4 Jahren, die zeigt, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung diesen Ermessensspielraum, das Regulierungsermessen immer weiter ausdehnt. Und zwar ausdehnt auch auf Punkte, die nach unserer Einschätzung mit Ermessen nichts mehr zu tun haben, die da einfach nicht reingehören. Beispiel: Sie haben einen Bescheid bekommen als Netzbetreiber, der beruht auf einer falschen Tatsache. Der ist für Sie auch nachteilig. Sie gehen zu Gericht, Sie beschweren sich. Die Bundesnetzagentur prüft nochmal nach im Rahmen des Verfahrens, sagt, oh ja, das ist ein Fehler. Und dann lautet die Entscheidung, ist aber trotzdem Ermessen, der Fehler muss nicht korrigiert werden. Das sind Verfahren, wo wir dann wirklich ein massives Störgefühl haben, wenn das Ermessen so weit ausgedehnt wird, dass wir sogar darüber sprechen, wird nicht mal mehr die Tatsachengrundlage überprüft. Wir wissen natürlich, die Diskussion haben wir ja auch zum Beispiel im Rahmen des X-Scan-Verfahrens geführt, dass die BNetzA da mit sehr großen Datenmengen arbeitet. Das heißt, man muss schon immer den Aufwand abwägen gegen, sage ich mal, das Rechtsschutzbedürfnis des Netzbetreibers, der da betrieben wird, aber das darf nicht hinten runterfallen. So, und der zweite Punkt, wenn ich ein Ermessen habe, dann hat das auch immer Leitplanken. Und das Ermessen ist nichts Neues. Das gibt es im Verwaltungsrecht seit Jahrzehnten. Wir sind jetzt in der glücklichen oder unglücklichen Situation, dass sich die Rechtsprechung im Energierecht einen eigenen Ermessensmaßstab ausgedacht hat. Und die Leitplanken, die es dort gesetzt hat, immer weiter nach außen verschwinden. Das ist ja das Empfinden aus der Praxis. Und wir sehen das als tatsächlich ein ernsthaftes Problem, weil darunter leidet auch die Akzeptanz. Ja, wir sind natürlich in einer Branche oder in einem Gebiet unterwegs, wo die Verfahren auch sehr professionell ablaufen. Also da wird anders als jetzt beispielsweise im Strafrecht oder normalen zivilrechtlichen Fällen ja nicht bis aufs Messer gekämpft. Aber wir sehen schon auch bei Mandanten, dass man dann zum Teil gesagt bekommt, es lohnt sich ja gar nicht, vor Gericht zu gehen. Rechtsschutz heißt ja offenbar nur noch, ich darf Beschwerde einlegen. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, denn so etwas erzeugt ja eine Gegenreaktion. Sei das die Resignation, man wehrt sich nicht mehr, sei es die Überlegung, vielleicht doch weniger in Netze zu investieren oder sei es die Überlegung, irgendeine andere Lösung zu finden. Ja? Und da plädieren wir wirklich sehr dafür, dass man das im Rahmen der Neuausrichtung der Regulierung berücksichtigt, ja, dass wir wieder dazu zurückkommen müssen, dass die Gerichte bereit sind, genauer hinzuschauen und nicht alles unter der großen Überschrift Regulierungsermessen abzuhaken. Ich weiß, Herr Mögelin wird das sicherlich anders sehen und wir werden da sicherlich auch gleich drüber diskutieren, aber das ist ein Punkt, der uns wirklich sehr am Herzen liegt. Vielen Dank, Frau Will. Es ist natürlich jetzt irgendwie naheliegend, Herrn Dr. Mögelin den Ball rüberzuwerfen, aber ich glaube, ich würde fast noch mal lieber Herrn Bruhn hier mit an Bord holen, weil ich meine, Sie arbeiten ja bei dem Thema Umsetzung EuGH auch gerade an diesem Thema Leitlinien, Leitplanken, wie auch immer man es juristisch korrekt benennen kann oder nicht benennen sollte.
was eventuell ja auch eine Auswirkung hat auf das Thema, wie wird dann das der Ermessensspielraum künftig weiterentwickelt? Also wie greift das aus Ihrer Sicht, Sie sind ja erfreulicherweise auch Jurist, können wir alle von Ihnen lernen, wie greift das aus Ihrer Sicht an der Stelle zusammen? Ja, also ich glaube, das Spannende im Moment ist, also wenn man das jetzt mal verfahrensmäßig betrachtet, dass ja eigentlich zwei Themen nebeneinander laufen. Das eine Thema ist eher ein, wie Sie schon sagen, eher so juristisches. Ich sage noch gern, wir sind dann eigentlich ein permanenter Überbringer schlechter Nachrichten, denn der Europäische Gerichtshof hat ja in seiner Entscheidung nicht den Inhalt des deutschen Regulierungssystems in Zweifel gezogen, sondern hat gesagt, das ist mindestens in Teilen vom Falschen entschieden worden. Und die Europäische Kommission verlangt jetzt von uns oder erwartet, damit wir Strafzahlungen vermeiden, dass wir die Zuständigkeiten neu sortieren und unabhängig wie große Teile, jedenfalls nicht unwesentliche Teile der Entscheidungen vom Gesetzgeber auf Entscheidungen der Bundesnetzagentur übertragen. Das ist sozusagen der Rahmen. Das ist aber zunächst einmal, wenn man so will, ein inhaltlich ganz unschuldiger Auftrag. Die sagen ja nicht, ändert was, sondern die sagen, ändert was inhaltlich, sondern ändert erstmal die Zuständigkeiten. Daraus könnten sich dann im zweiten Schritt Änderungen der Zuständigkeit, der Inhalte ergeben. Aber da gibt es dann eben auch die Diskussion, die wir mit der Bundesnetzagentur ja auch gemeinsam führen. Wie bekommt man einen stabilen Übergang hin, an dem die Branche ja auch interessiert ist, was dann auch in gewissen Schnittmenge zur Frage hat, wie schnell kann man Dinge denn überhaupt ändern, wenn man gleichzeitig einen stabilen Übergang will und dafür vielleicht Instrumente braucht, wie die Perpetuierung eines Rechtszustands, die natürlich sich dann beißen mit, ich schreibe alles anders. Aber das ist sozusagen die eine, wenn ich so will, inhaltlich unschuldige Debatte, bei der wir eben sehen müssen am Ende des Tages, dass wir mit der Europäischen Kommission da ein Einvernehmen erzielen, eine Einigkeit erzielen, dass jetzt ein vertragskonformer Zustand erreicht ist und sie das Verfahren beendet. Das andere ist ja die Debatte, die ja auch schon angeklungen hat, ob der Regulierungsrahmen, so wie er aktuell ist, jetzt so passt. Und wenn wir das EuGH-Urteil nicht hätten, wären wir im Zweifel ja auch schon mit einer ganzen Reihe von Vorschlägen befasst, die aus dem Markt gekommen sind, wie man das Regulierungssystem inhaltlich noch besser fassen kann. Und das läuft jetzt natürlich irgendwie nebenbei und das macht, glaube ich, auch die Diskussion im Moment so komplex, weil wir natürlich hinter diesen Erwartungen jetzt auch steckt, wer darf künftig noch wie viel und je nachdem, von wem man sich mehr erhofft, kann natürlich auch sozusagen, kann es eine gewisse ergebnisorientierte Debatte geben. Daneben laufen wir eben rein juristisch mit, wir müssen sortieren und irgendwie dieses Vertragsverletzungsverfahren, ich sage mal, flapsig loswerden. Der Begriff der Leitlinien, wie gesagt, ob man den verwenden muss, wie immer man das Kind nennen will. Wir kennen ja im deutschen Recht, wir wissen also, wer mal schon damit konfrontiert war, dass Gerichte auch Verordnungsermächtigungen überprüfen. Das letzte Mal, glaube ich, was so ganz einschlägig in der Branche bekannter war zum Beispiel die Überprüfung der Vollbefreiung der Industrien nach 19.2 Strom-NEV, die der Bundestag 2011 entschieden hatte. Da hat der BGH ja unter anderem die Verordnungsermächtigung vermisst. Das heißt, es gibt da Ansprüche auch verfassungsrechtlicher Art. Das Gleiche gilt für die Rechtsgrundlagen für Verwaltungsakte. Das heißt also, einfach reinzuschreiben, die Behörde können machen, was sie will, entspricht nicht der deutschen Verwaltungstradition. Und jetzt kann man sich natürlich sehr lange darüber streiten, wie viel Konkretisierung man braucht, was wir jetzt unabhängig vom EuGH-Urteil, glaube ich, ermöglichen, in den letzten Jahren denn erlebt haben, ist, dass die Rechtsprechung eher immer höhere Anforderungen gestellt hat an diese Konkretisierung, als wir früher hatten. Also ich kann mich erinnern, als ich da so im Ministerium damit begann, irgendwelche Verordnungen zu schreiben, da hatten wir sehr puristische Verordnungsermächtigungen und die wurden ja, wer jetzt in § 24 ENWG guckt, also das füllt jetzt auch schon so 2-3 Seiten und das wurde immer mehr und unsere verfassungsrechtlichen Kollegen gucken immer genauer drauf. Das heißt also, wir werden konkretisieren müssen und das Spannende wird sein, wie viel lässt denn das europäische Recht zu, im Lichte der Auffassung der Kommission. Aber lassen Sie mich noch mal auf die Frage zurückkommen von Frau Will. Also das Thema Ermessensspielraum der Bundesnetzagentur. Wenn jetzt die Bundesnetzagentur künftig, auch wenn Inhalt gleich bleibt, aber juristisch de facto zuständig ist für die Entscheidung, wie Netzentgelte oder Erlösobergrenzen ermittelt werden, wenn sie dann dafür Entscheider wird,
Wie wirkt sich das aus Ihrer Sicht auf das Thema Ermessensspielraum aus? Also ich bin einerseits Regelsetzer, andererseits Regelanwender und dann habe ich letzten Endes vor Gericht noch einen Ermessensspielraum. Wie passt das am Ende des Tages zusammen, Herr Dr. Mögelin? Also Ihre Frage deutet ja darauf hin, dass es überhaupt gar keine normativen Setzungen mehr gibt. Ich glaube, dem Grundansatz würde ich schon widersprechen, weil der EuGH hat auch gesagt, und das ist auch so, dass wir sehr grundsätzliche Maßgaben im Europarecht haben. Wir haben sehr detaillierte Vorgaben in den Netzkodizes, in den Richtlinien, in Strommarktverordnungen sind sie etwas genereller, aber wenn man sich die Strommarktrichtlinie anschaut, auch die gibt schon in einzelnen Fragen sehr konkrete Dinge vor. Das ist europarechtlich unproblematisch und ist natürlich von uns zu vollziehen, das ist ja vollkommen klar. Und da haben wir die normativen Vorgaben. Das heißt, dass wir da völlig frei von jedweder normativen Vorgabe agieren können, das entspricht ja schon heute nicht der Wahrheit und wird auch in Zukunft nicht der Wahrheit entsprechen. Aber das hieße, entschuldigen Sie, wenn ich direkt eine Gegenfrage stellen darf. Normative Vorgabe, Binnenmarktrichtlinie, Lebensfähigkeit der Netze, das wäre dann eine normative Vorgabe, wo dann geschaut wird, ob das Sie mit Ihrem Ermessensspielraum berücksichtigt haben. Ja, das sind normative Vorgaben und natürlich ist der Gesetzgeber in Deutschland auch frei, andere normative Vorgaben, Zielvorstellungen vorzugeben. Da sind wir uns ja auch einig, insbesondere die auch außerhalb des Regulierungsbereiches liegen, also Energiewende und Klimaziele. Und die sind natürlich in den Abwägungsprozess auch zukünftig von der Netzagentur mit einzubringen. Insofern, ich würde auch gerne mal dem Eindruck widersprechen, dass die Gerichte, ich sag mal, wie hatten Sie es formuliert, sich scheuen oder nicht mehr ins Detail schauen wollen. Meine Erfahrung ist eine ganz andere, sondern da wird sehr detailliert in die normative Auslegung geschaut. Da werden wir auch oftmals aufgehoben. Das ist ja nicht so, dass wir sozusagen vor Gericht erscheinen und sagen, rufen Regulierungsermessen und das war's in der gerichtlichen Verhandlung. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben natürlich sehr wesentliche, für die Branche wesentliche Entscheidungen vor dem Bundesgerichtshof gewonnen. Das ist richtig. Eigenkapitalzins und Produktivitätsfaktor. Das sind ökonomisch relevante, für die Branche relevante Dinge, wo es ein Regulierungsermessen gibt. Dieses Regulierungsermessen ist aber auf diese Fälle beschränkt. In ökonomisch relevanten Fällen, ja, aber wir treffen hunderte Entscheidungen, die natürlich vollständig überprüft werden vom Gericht. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man, wenn man im Gerichtssaal dann tatsächlich täglich steht, auch machen muss. Und die Richter machen sich die Arbeit nicht leicht. Warum geben sie uns das Regulierungsermessen? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, weil es um Beurteilungen, Prognoseentscheidungen und vor allem ökonomische Wertungen geht. Und diese Fragen sind nicht letztlich normativ determiniert. Das heißt, wir reden natürlich über Verwaltungs- oder Letztentscheidungsspielräume der Verwaltung. Die sind aber auch im Gewaltenteilungsprinzip grundsätzlich angelegt. Also das ist nichts ganz Neues. Das ist auch nichts, was der Bundesgerichtshof anders macht als das Bundesverwaltungsgericht. Sie verwenden vielleicht andere Wörter, aber im Grundsatz ist es das, was auch das Bundesverwaltungsgericht schon seit eh und je macht in bestimmten Bereichen, insbesondere bei den ökonomischen Wertungen, sich zurückzuziehen, weil es eben normativ nicht determiniert ist. Warum, lassen Sie mich das vielleicht nochmal sagen, warum soll ein Richter oder ein Sachverständiger, der den Richter dann berät, eine ökonomisch bessere, richtigere Wertung vornehmen, wenn es normativ nicht determiniert ist, als die Regulierungsbehörde? Und das ist die entscheidende Frage, die man sich stellen muss. Wer trifft in diesen ökonomischen Fragen, in diesen Prognoseentscheidungen die Letztentscheidung? Ich habe gesehen, dass sowohl Herr Kapferer als auch Herr Dr. Müller bei dem Punkt schon ein bisschen unruhig geworden sind bei dem Thema ökonomische Entscheidung. Meines Tages, ich würde trotzdem gerne vorher noch mal eine Frage an Sie, Frau Will. Also wenn ich Herrn Dr. Mögelin korrekt wiedergebe oder halb korrekt als Nichtjurist, normative Vorgaben haben wir dank Binnenmarktrichtlinie und die Bundesnetzagentur trifft Prognosen, macht ökonomische Festlegungen, Ermessensentscheidungen. Wie sehen Sie denn künftige Gerichtsverhandlungen bei dem Thema, wenn die Bundesnetzagentur sozusagen allein auf diesen Rechtsrahmen der EU verwiesen ist und die Netzentgeltverordnung wegfällt? Ganz spontan, sehr fantasievoll. Also, wie Sie schon gesagt hatten, in Teilen gibt es diese Vorgaben, die sind relativ dünn und wir wissen auch, dass die Behörde in vielen Bereichen
schon jetzt oder seit Jahren Festlegungen erlässt. Ja, das ist vollkommen richtig, dass Sie da den Rahmen setzen, ohne dass es da größere Probleme gibt. Die Frage ist auch nicht, wer trifft die ökonomische Entscheidung, ja, dass das am Ende die Bundesnetzagentur sein wird und dass wir nicht darüber streiten werden, ja, oder dass es als Argument vor Gericht nicht ausreicht, dass ich lieber einen X-Gen hätte, der minus 0,5 beträgt, das hat die Branche mittlerweile auch verstanden. Aber es ist der Weg zur ökonomischen Entscheidung, der überprüfbar bleiben muss. Und das ist das Problem, was wir sehen. Und Sie waren ja, glaube ich, oder doch die X-Gen-Verhandlung vom BGH, sehe ich ganz genauso. Ich muss nicht vor dem Kartellsenat des BGH den X-Gen in den Einzelheiten diskutieren, weil offen gestanden, als Jurist hat man da sowieso schon halb verloren, ja, wenn man nicht den entsprechenden Sachverständigen an der Seite hat. Das ist nicht die Aufgabe, das ist nicht das Problem. Das Problem ist der Weg dahin. Und die Rechtsprechung hat sich, Verweigerung ist der falsche Ausdruck. Ja. Dafür haben wir zu viele gute Entscheidungen bekommen, zu viele vertiefte. Die befassten Senate sind ja zum Teil wirklich über die Jahre ein großes Fachwissen aufgebaut. Aber man zieht sich immer mehr zurück. Also man prüft nicht mal mehr den Weg zur ökonomischen Entscheidung, sondern man sieht nur noch, da darf eine ökonomische Entscheidung getroffen werden. Das meiste läuft dann eben unter Regulierungsermessen. Und das sehen wir als problematisch an. Vielleicht, wenn Sie mir den einen Gedanken noch erlauben, das klingt immer so nach Gejammer der Branche. Das hat aber auch eine andere Seite der Medaille. Sie hatten vorhin die Netzkunden erwähnt, von denen ja heute hier keiner sitzt in der Runde. Die sind ja genauso betroffen. Also auch eine Lichtblick, die vielleicht den Eigenkapitalzins angegriffen hat in der letzten Regulierungsperiode, steht vorm gleichen Problem, wenn Sie diese Festlegungen beklagen. Auch die bekommen mit dem Regulierungsermessen das Thema, dass man ihnen sagt, das ist eben in Teilen nicht mehr überprüfbar. Das heißt, auch unter dem Aspekt, dass Sie ja auch gleichzeitig diese wichtige Funktion des Netzkundenschutzes haben, ist das irgendwo problematisch, wenn auch die vor Gericht dann oft doch hinten runterfallen. Ja, vielen Dank, dass Sie auch nochmal das Thema Letztverbraucher mit reinbringen von der Perspektive. Normalerweise kriegen wir die als Branche immer vorgehalten. Ein Punkt bei Ihnen ist angeklungen, das war das Thema Expertenbeirat. Das klang so ein bisschen durch bei Ihnen. Ich glaube, Herr Dr. Müller, da wollen Sie gleich gerne nochmal was zu sagen. Aber ich würde Herrn Kapferer vielleicht noch einmal kurz die Frage stellen, so Ihr Bauchgefühl von dem, was Sie jetzt gerade gehört haben, mit dem Investitionsvolumen, was die ÖMBs vor sich haben. Herr Buhn hatte schon gesagt, naja, wenn wir jetzt EuGH nicht gehabt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich schon Anpassungen im Rechtsrahmen gehabt. Wie ist denn da jetzt Ihr Bauchgefühl? Wie sicher, wie zuversichtlich, optimistisch schauen Sie da in die Zukunft, wenn Sie das hier so hören? Na, ich stelle mal zwei Formulierungen gegenüber. Eine Formulierung ist die Herr Mögelin gerade verwendet hat aus dem europäischen Rechtsrahmen. Da hat er gesagt, die Lebensfähigkeit der Netze muss gewährleistet sein. Ich glaube, niemand in der Branche hat Zweifel, dass die Bundesnetzagentur natürlich nicht auf einen Zustand hinarbeiten wird, dass bestehende Netzinfrastrukturen nicht mehr sicher betrieben werden können. Und die zweite Formulierung ist die Formulierung aus dem Koalitionsvertrag. Das ist ja deshalb spannend, weil wir ja hier über die Frage diskutieren, können Regierungsparteien eigentlich der Bundesnetzagentur noch gewisse Vorgaben machen? Und im Koalitionsvertrag steht sinngemäß drin, dass man will als Regierung, dass Netzbetreiber auch zukünftig im europäischen Vergleich attraktive Investitionsbedingungen vorfinden. Lebensfähigkeit der Netze gegen attraktive Investitionsbedingungen im europäischen Vergleich, das ist eine ganz ordentliche Bandbreite. Und worüber wir hier reden, ist gewährleistet nachher am Ende das Regulierungsermessen, und das muss es natürlich geben für die Bundesnetzagentur, dass das politisch vorgegebene Ziel erreicht werden kann. Und ich glaube, wir werden sehr viel schneller die Prüfung auf diese Fähigkeit bekommen, als wir uns das alle hätten vorstellen können, nämlich jetzt bei der Frage, ist es möglicherweise demnächst attraktiver, in amerikanische Staatsanleihen zu investieren, als in Aktien der Firma E.ON? Denn das ist ja die Lebensrealität, auf die wir zusteuern.
Also ist das Eigenkapital, das E.ON in seine Netzinfrastrukturen bei riesigem Ausbauvolumen stecken muss, was unsere Anteilseigner in unser zusätzliches Eigenkapital stecken müssen, damit wir die Investitionen stemmen können, ist das attraktiver als, ich sage jetzt mal, amerikanische Staatsanleihen kaufen, die sehr attraktiv demnächst wieder verzinst sind und wie wir alle wissen auch sehr gut handelbar sind. Vielleicht auch irgendwann wieder Bundesanleihen. Und jetzt werden wir sehr schnell merken, ist die Institution als solche, und ich unterstelle da gar keinen bösen Willen, aber ist die Institution als solche in der jetzigen Gemengelage in der Lage, so rasch zu reagieren, wie das notwendig sein wird? Und da kann man schon Sorgen haben. Und wenn dann das vielleicht nicht so schnell geht, wie sich das manche wünschen, und nochmal, man muss ja auch mal fragen, wer trifft dann solche Entscheidungen? Man kann ja auch noch nicht mal mehr sich hinter die Politik stellen und sagen, ja, der Gesetzgeber hat gesagt, wir sollen was machen. Die gewählten Abgeordneten haben gesagt, wir sollen was machen. Und im Grunde bist du plötzlich selber in der Verantwortung. Wir sehen an anderer Stelle in der Energiewende, wo das hinführt, wenn am Ende jemand in einer Kreisbehörde irgendeine Umweltverträglichkeitsprüfung machen muss und der dann sagt, ja, soll ich das jetzt entscheiden? Ich kleiner Verwaltungsangestellter, was da die große Politik so will. Also ich glaube, da gibt es durchaus ein paar Schnittstellen, die noch durchaus gefährlich sind, die wir noch nicht gesehen haben. Und deswegen, glaube ich, werden wir sehr schnell die Prüfung beim faktischen Problem sehen. Und ich hoffe, dass es gelingt, das hinzubekommen, weil sonst haben wir einen zeitlichen Verzögerungseffekt im Hinblick auf das 2045-Ziel, den sich hier, glaube ich, im Raum keiner wünscht. Das war jetzt nochmal ein bisschen das Plädoyer, vielleicht auch beim Rechtsrahmen jetzt nicht unbedingt oder auf den Rechtsrahmen zu warten, sondern auch zu gucken, was in der Zwischenzeit passiert. Und das Zweite, was ein bisschen rausklang mit den Leitlinien alleine, ist es vielleicht nicht getan. Und ich glaube, das wäre auch nochmal der Punkt zum Thema Expertenbeirat. Also ökonomische Entscheidungen hatten Sie ja angesprochen, Herr Dr. Mögelin. Die Netze BW hat ja einen Vorschlag gemacht zu dem Thema Expertenbeirat, den auch wir als BDW sehr interessant finden, auch vor dem Hintergrund der Festlegungsverfahren, die wir so erlebt haben. Es ist schön, auch als Verband eine Stelle und ein eigenes Gutachten von der Bundesnetzagentur zu bekommen, nicht nur das wissenschaftliche Gutachter, sondern auch Verbände-Gutachten bekommen. Aber wir wollen ja gerne aus dieser Gegengutachten-Nummer raus. Und gerade wenn wir diese Freiheiten oder diesen großen Spielraum, wie Frau Willing ja dargestellt hat, bei den ökonomischen Entscheidungen haben, ist ja eine spannende Frage, wie wir dort ja, wieder einen gemeinsamen Grund reinbekommen, wenn man es so formulieren möchte. Deswegen vielleicht, Herr Dr. Müller, nochmal dieses Thema ökonomischer Expertenbeirat. Was aus Ihrer Sicht die Vorteile vielleicht auch für die Bundesnetzagentur, die das bisher eher kritisch sieht, sind? Herr Dr. Mögelin, Sie sagen, es muss eine Entscheidung getroffen werden. Und da haben Sie sicher recht. Und die Bundesnetzagentur ist manchmal in der wirklich bei der Komplexität und bei der Gesamtsachlage unglücklichen Lage, Entscheidungen treffen zu müssen. Also viele Entscheidungen beneide ich Sie nicht. Und es geht ja nicht darum, dass diese Entscheidungen getroffen werden müssen, sondern es geht auch um die Frage, inwieweit sind diese Entscheidungen überprüfbar. Und auch da würde ich Ihnen recht geben, irgendwann sozusagen muss mal ein Knopf dran gemacht werden. Aber der Knopf kann ja nicht gleich als erstes dran gemacht werden, sondern der Knopf sollte irgendwo entlang eines Verfahrens dran gemacht werden. Und da sind die letzten großen BGH-Entscheidungen aus meiner Sicht schon markant gewesen. Ich bin kein Jurist, insofern war ich sehr dankbar, dass auf dem letzten oder auf dem Düsseldorfer Energierechtstag 2021, da hat der Vorsitzende BGH-Richter in diesen beiden Verfahren das auch für so Nicht-Juristen wie mich nochmal ganz einfach erklärt. Er hat nämlich gesagt, die inhaltliche Debatte ist nicht Teil der Gerichtsverfahren. Die inhaltliche Debatte findet in den Gerichtssälen nicht statt. Und wenn der BGH das sagt, ist das nach meinem Verständnis eine ziemlich absolute Ansage für alle Gerichte an der Stelle, dass das nicht Gegenstand ist. Und das ist etwas, von dem ich glaube, das ist nicht gut. Und insofern dieses Thema, wir haben die Verfahren verloren, um die es da ging. Und dieses Thema, dass wir bei der Netze BW jetzt einen Expertenrat vorgeschlagen haben, ist sozusagen eine Gegenstrategie, wie wir dann auch mal wieder Verfahren gewinnen können. Ich glaube, das ist viel zu kurz gegriffen und das ist nicht unser Ansinnen. Wir glauben, es ist für alle Beteiligten wichtig, dass eine grundsätzliche Überprüfbarkeit von auch sehr komplexen Entscheidungen, wo Richter zu Recht sagen, also hier haben wir die Grenzen dessen, was ein Gericht leisten kann, erreicht, dass eine grundsätzliche Überprüfung auch von sehr komplexen Sachfragen stattfinden kann. Und wenn sie nicht im Gericht stattfindet, dann muss sie woanders stattfinden. Und dass das kein Thema ist, wo wir uns als Branche neue Karten erhoffen,
zeigt sich auch darin, dass unser Vorschlag für diese Expertenkommission, die dauerhaft eingerichtet dann sozusagen so eine fortlaufende Gutachtermöglichkeit darstellen soll, dass wir uns, zumindest in unserem Vorschlag, da vorstellen, dass diese Kommission anders als zum Beispiel die Monopolkommission ohne Branche besetzt wird. Bei der Monopolkommission sitzt ja immer ein Unternehmensvertreter mit drin, ist ja da auch Teil, institutionalisierter Teil. Das ist nicht unsere Vorstellung. Wir stellen uns wirklich rein wissenschaftliche, akademische Sachverständige vor, nicht irgendwie von der Branche, auch nicht vorgeschlagen, unabhängig von der Branche besetzt, unabhängig von der Branche in ihrer Position, die dann tatsächlich die inhaltliche Diskussion losgelöst von Branche, von Bundesnetzagentur, die das dann leisten kann, diese Kommission. Und ich glaube, in einem funktionierenden System sind Checks and Balances ganz wichtig. Und das wäre aus unserer Sicht eine Möglichkeit, das einzurichten, weil so wie wir zurzeit dastehen, aus dieser Kombination der BGH-Urteile mit dem, was im EuGH entschieden wurde, sehen wir die Situation, dass diese Checks and Balances zurzeit komplett fehlen. Wir haben einen Vorschlag gemacht, aber jeder andere Vorschlag, der wieder Checks and Balances einführt, ist aus meiner Sicht auch sehr willkommen. Frau Will, könnten Sie den vielleicht noch mal ein bisschen einordnen, diesen Vorschlag aus einer Rechtsanwaltssicht? Weil Sie haben ja vorhin gesagt, künftige Verfahren würden sich als sehr fantasievoll vorstellen. Wäre das eine Möglichkeit, vielleicht sogar die Verfahren zu reduzieren, was ja, glaube ich, auch ein gemeinsames Ziel ist, indem es dort eine Vermutungswirkung gibt durch so einen Expertenbeirat? Oder wie sehen Sie das? Also wenn das die Akzeptanz des Ergebnisses erhöht, würde das natürlich zu einer Reduzierung der Verfahren führen. Also im Moment ist es einfach auch so, dass wir ganz oft Verfahren haben oder Mandanten haben, die sagen, wir wissen einfach gar nicht, was die BNetzA da gemacht hat. Ja, das ist für uns eine Blackbox. Und wenn oder dass da schon der Wunsch entsteht, alleine deswegen eine Beschwerde einzulegen. Und ich glaube, sowas könnte man mit so einem Expertenrat auch durchaus reduzieren, wenn das ein Gremium ist, was auch anerkannt wird und wo man sagt, das akzeptieren wir, das können wir nachvollziehen. Okay. Ich gucke jetzt an Mögelin an, ob wir eben das Thema schmackhaft machen konnten. Ich bin immer noch skeptisch, aber wie auch immer. Aber vielleicht erstmal zu Herrn Kapferer, also die Eigenkapitalzinsfestlegung. Die hat ja eine lange Tradition und wir hören die Argumente natürlich immer und immer wieder, dass der deutsche Netzbetreiber nicht attraktiv genug ist für den Kapitalmarkt. Das begann schon mit der ersten Festlegung Eigenkapitalzins, die natürlich heute ausgesprochen hoch erscheint, aber zur damaligen Zeit natürlich in das Marktumfeld passte. Und dass wir eine Absenkung der Basiszinsen hatten, des risikolosen Zinssatzes, das ist auch klar. Und dass sich das dann natürlich auch auswirkt auf die Eigenkapitalzinsentscheidung, das muss glaube ich, auch jedem einleuchten. Die Frage ist ja jetzt natürlich, wie geht man mit den veränderten Bedingungen um? Und das ist richtig und da kann uns der neue Rechtsrahmen, aber da gibt uns der jetzige Rechtsrahmen ja schon Möglichkeiten, darauf zu reagieren, flexibel zu reagieren. Ich glaube, über eine normative Anpassung würde man nicht zu einer Reaktion auf das veränderte Marktumfeld tatsächlich kommen, sondern was wir immer gesagt haben, jetzt auch bei der Eigenkapitalzinsentscheidung für die vierte oder für die vierte Periode, dass wir natürlich die Dinge fortlaufend beobachten. Und wenn man Veränderungen hat, die sich jetzt mit der Inflationsrate vielleicht ankündigen, die ja wirklich in Dimensionen steigt, die man sich nicht hat vorstellen können, die in der Regulierungsformel selber abgebildet ist, die Inflationsrate, aber wenn sich das auf das Zinsumfeld auswirkt, dann sind wir natürlich bereit, auch darüber nachzudenken, auch innerhalb der Regulierungsperiode. Das haben wir von Anfang an gesagt. Nur die Daten sind so, wie sie sind und niemand kann in die Zukunft schauen. Auch heute wissen wir nicht, wie sich das Zinsumfeld entwickelt. Das hängt von so vielen externen Faktoren ab, dass man das heute nicht sicher sagen kann. Aber die Instrumente im Verwaltungsaktwege dort darauf zu reagieren, die haben wir an der Hand. Und bisher ist es aber so, da muss man, glaube ich, auch ehrlich sein von der Branche, dass also wir sehen keine Indizien, dass wir jetzt eine Kapitalknappheit haben, sondern wir sehen Anleihen am Kapitalmarkt, die immer noch begeben werden und mit attraktiven Zinsen tatsächlich gezeichnet werden. Und wenn man das sozusagen ins Verhältnis setzt, sehen wir schon, dass wir Instrumente haben, um darauf zu reagieren. Und wenn die Bedingungen anders sind, als sie zur Zeitpunkt der Entscheidung war, dann werden wir da auch nachsteuern. Das haben wir immer gesagt.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist einer der Punkte, den Herr Dr. Müller am Anfang mit Haltung bei der Regulierung auch angesprochen hat, weil Europäische Zentralbank guckt mehr nach vorne in ihren Festlegungen als die Bundesnetzagentur, die nur Daten von der Vergangenheit nimmt. Aber sei es drum, das müssen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren, das ist ein eigenes Thema für ein eigenes Panel. Ich würde, wir haben noch 5 Minuten, gerne nochmal den Punkt von Herrn Kapferer und von Herrn Bruhn von Ihnen aufgreifen. Wir hätten schon Anpassungen gehabt, wir haben ein sehr dynamisches Umfeld. Wie geht es weiter? Wir haben jetzt erstmal darüber diskutiert, wie kriegen wir überhaupt Post-EuGH eine Stabilität rein in der Vorbereitung auf die 4. Regulierungsperiode. Wir haben so ein bisschen mit dem Expertenbeirat und dem Thema Leitlinien den Blick nach vorne gewagt. Wie kriegen wir so ein bisschen mehr Checks and Balances, ein bisschen mehr Transparenz oder auch vielleicht Rechtssicherheit rein? Wie kommen wir denn zu dem Thema Anpassung künftig, Herr Bruhn? Der erste Schritt wird sein, dass wir eine Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes werden machen müssen, indem wir den Rahmen neu ordnen. Wir werden, also ich meine, das ist unvermeidbar, das ist klar, wir werden also dann definieren müssen und das wird nicht ohne Absprache mit der Europäischen Kommission gehen, was der Gesetzgeber noch kann. Wir müssen nochmal über die Technik sprechen, also da ist jetzt nichts entschieden, aber vieles spricht dafür, dass es dann einige Verordnungen nicht mehr geben wird, weil es vielleicht sich dann nicht mehr lohnt. Wir werden dann feststellen, dass es bestimmte Inhalte gibt, wo wir sagen, naja, historisch in der Verordnung gelandet, aber eigentlich ist der Abschiedsschmerz gering, weil das eine Verwaltungsbehörde wirklich locker auch schon immer hätte erledigen können, wo man vielleicht eher 2005 das mal reingeschrieben hat, weil keiner wusste, wie es geht. Aber mittlerweile sind sich alle einig, das geht, führt dann auch zum zweiten Block, auch bei inhaltlichen Dingen. Ich glaube, es gibt viel, bei dem es einen Konsens gibt, es gibt europäisches Recht und dann gibt es die Punkte, die hier ja auch schon mitgeschwungen sind, bei denen wir dann eben letztendlich, aber Kapferer hat es ja angesprochen, im Grunde bei uns schwingt immer eine Diskussion der Verantwortungsebene mit. Und jetzt haben wir eine Entscheidung der Europäischen Gerichtshof bekommen, noch klarer der Generalanwalt, der im Grunde gesagt hat, das sind als Verwaltungsentscheidungen. Das ist gut, dass das von der Politik weg ist. Und naja gut, also wir wissen auf der einen Seite, der BGH ist durchaus in der Lage, auch Treu und Glauben irgendwie zu interpretieren und was gute Sitten sind. Da haben sich auch Juristengenerationen schon drüber aufgeregt, was dann da teilweise rauskommen kann, aber er schafft es. Weil wir haben natürlich in klassischen Zivilprozessen, ist immer so, da haben wir 2 Parteien, einer muss gewinnen, einer verlieren, das geht ja gar nicht anders. Die können nicht sagen, machen wir nicht. Und hier, was jetzt ja diskutiert wurde, ist, dass im Grunde der Eindruck entstanden ist, die Gerichte geben der Behörde einen Verantwortungsvorsprung sozusagen. Also sagen, den pfuschen wir nur ins Handwerk, wenn es zu dick kommt. Ob das so bleibt, das muss man mal sehen. Aber ich teile den Eindruck, dass wir natürlich mit generell abstrakten Regelungen sozusagen jetzt nicht ein bestimmtes Ergebnis vorhersehen können. Und ich meine, ich bin Jurist, aber ich habe auch gelernt, die letzten Jahre, ich weiß nicht, Herr Müller könnte das besser bestätigen, als ich, auch die Ökonomie kommt nicht unbedingt zu eindeutigeren Ergebnissen als die Juristerei. Und das bedeutet natürlich, am Ende des Tages muss das irgendwie einer entscheiden. Und ich glaube, das ist die Diskussion, die mitschwingt, die wir, glaube ich, hier und heute auch noch nicht voll werden lösen können. Aber da gibt es eben die Frage der Entscheidungsebene. Wem soll die, sind ja teilweise, es gibt Entscheidungen, wo man sagt, okay, das ist zwar im Einzelfall ärgerlich, aber es gibt, wie wir gesprochen haben, natürlich volkswirtschaftlich schwer relevante Entscheidungen, die dann vielleicht auch noch einen politischen Hintergrund haben. Und das ist eben die Frage, ist man dann mit der Entscheidungsebene zufrieden oder nicht? Jetzt haben wir aber ein EuGH-Urteil. Und dann kommt eben die parallele Diskussion, kann man auf dem Weg zu einer Entscheidung noch, ich sag's mal, einfach mehr Transparenz schaffen. Dass man sich aber klar sein muss, dass am Ende des Ergebnisses natürlich wieder einer entscheidet. Und wahrscheinlich, also wenn die These richtig ist, dass die Ökonomie nicht zu mathematisch eindeutigen Ergebnissen führt, ist immer irgendwie so eine gewisse Spielraum bleiben wird. Und dann wird die spannende Frage aus meiner Sicht sein, was machen die Gerichte? Ersetzen die das durch eine eigene Wahrnehmung? Das kann ja mehr oder weniger Zufriedenheit auslösen. Oder bleiben sie bei dem Punkt, nee, also da trauen wir dann im Ergebnis dem Entscheider. Ich glaube, Teile werden wir leider so unbefriedigend, dass wir Mensch sein wagen, Schritt für Schritt lernen, wie dieses System sich dann zusammensetzt. Aber der erste Schritt wird sein, eine EWG-Novelle. Und der Übergang wird natürlich sein, um das noch zu sagen, ich denke, wir werden darüber diskutieren müssen, wie wir es tatsächlich schaffen, die nächste Einreizregulierungsperiode irgendwie störungsfrei über die Bühne zu kriegen. Und glaube ein Diskussionspunkt der Branche wird immer sein, in welchem Verhältnis steht das zu Änderungswünschen?
weil stabil durchziehen, aber eigentlich soll man es ändern. Da gibt es dann auch ein Spannungsverhältnis, das eventuell die Instrumente zum stabilen Durchziehen dann auch begrenzen könnte. Also ja. Vielen Dank. Ich habe gesehen, Herr Dr. Müller ist sehr unruhig geworden bei Ihren Punkten, wahrscheinlich auch zum Thema, was Ökonomie leisten kann und was nicht, was ich als Volkswirt gut verstehen kann. Aber ich würde trotzdem Herrn Kapferer bitten, weil er die drei Perspektiven mit reinbringt, als Netzbetreiber, ehemals BDEW oder immer noch BDEW, Sie sind ja Mitglied, sind eigentlich BDEW und ehemals Staatssekretär. Wo kommen wir dann raus am Ende des Tages bei dieser ganzen Nummer? Ich glaube, Herr Brunner hat den Weg richtig beschrieben. Was mir nur Sorge macht, und da will ich jetzt vorwegschicken, damit das nicht in den falschen Hals kommt, ich sehe da ein absolut verantwortungsvolles Handeln bei Bundesnetzagentur und Bundeswirtschaftsministerium und Klimaschutzministerium, weiß gar nicht, wie man das jetzt formuliert, BMWK, dass sie in dieser Übergangsphase jetzt versuchen, den Prozess so stabil wie möglich zu organisieren. Nur wir sollten uns da nichts vormachen. Auch der Übergangsprozess beinhaltet ja Risiken. Wir wissen ja nicht, wie lange sich die Kommission das anschaut, wie wir den Übergangsprozess organisieren. Und da gibt es Überlegungen und wie gesagt, das ist alles sehr seriös. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung. Und ich glaube, da liegt wirklich der Schlüssel unserer Debatte. Wir reden hier in dieser Diskussion, und das ist eben das, was der EuGH uns auch vorgegeben hat, als ob wir in einem sehr stabilen Umfeld wären. Und in Wirklichkeit ist, glaube ich, kaum ein Bereich im Moment so disruptiv wie das Thema, wie organisieren wir den Netzausbau für die Klimaneutralität in Deutschland. Und ich glaube, insofern reicht eben stabil durchziehen am Ende nicht aus. Und das wissen wir ja auch alle, das weiß die BNetzA, das weiß das BMWK und das wissen wir alle hier auf dem Podium und alle hier im Raum. Und deswegen, wie organisieren wir diesen disruptiven Prozess? Dazu braucht es eben mehr als das stabil durchziehen. Und deswegen bin ich so in Sorge über dieses Urteil. Okay, vielen Dank. Wir sind jetzt von der Zeit her leider am Ende angekommen. Ich glaube auch, ich kriege mir hinterher noch ein paar Anmerkungen, dass wir den einen oder anderen Punkt noch etwas ausführlicher hätten diskutieren sollen. Und wahrscheinlich hätten Sie auch ein paar Fragen aus dem Publikum gehabt. Aber ich hoffe, dass Sie noch 1-2 Minuten auf jeden Fall hier sein werden, falls noch hier direkt Fragen aus dem Publikum sein sollten. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und draußen ist es auch sehr unruhig geworden. Das heißt, ich glaube, wir müssen langsam dann auch vor die Tür gucken. Aber erstmal Ihnen, wie gesagt, herzlichen Dank. Und ich glaube, diese Diskussion, wie kriegen wir diesen disruptiven Prozess regulatorisch begleitet, sind wir noch nicht am Ende. Müssen wir weitermachen. Danke.